Ja, einen guten Tag in die Runde. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserem Webinar. Mein Name ist Dorothee Schulte-Baster. Ich leite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung das Referat für Sozialpolitik und darf Sie heute durch diese Veranstaltung führen. Unser Thema heute sind Verantwortungsgemeinschaften und ihre rechtliche Absicherung. In der Heinrich-Böll-Stiftung arbeiten wir seit dem Jahr 2016 zu diesem Thema. Bereits damals hat unsere Familienpolitische Kommission mit dem Pakt für das Zusammenleben einen Vorschlag formuliert, wie es durch die Schaffung eines neuen Rechtsinstituts gelingen kann, Verantwortungsgemeinschaften alltagstauglich rechtlich abzusichern. Das Erscheinen unseres neuen Sozialatlasses haben wir nun zum Anlass genommen, um im Licht von veränderten politischen Mehrheiten diesen zeitgemäßen Vorschlag noch einmal zum Thema zu machen. Denn, meine Damen und Herren, auch der Sozialstaat muss mit der modernen, vielfältigen Gesellschaft Schritt halten. Das betrifft vor allem auch das soziale Zusammenleben. Familie ist dort, wo Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen. Und auch dafür brauchen wir neue rechtliche Sicherheit. Denn die Lebenswirklichkeit von Menschen in Deutschland, die hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Veränderungen, die sich aber im Familienrecht bisher kaum abgebildet haben. Ja, es gab die längst überfällige Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare, aber Verantwortung wird eben nicht nur in der Ehe gelebt, auch in anderem Rahmen. Die Beispiele sind vielfältig, Wohngemeinschaften, Freundschaften zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, tragen Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander, die sie auch rechtlich gerne abgesichert sehen würden. Es ist im Interesse der Gesellschaft, dass Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und daher ist es auch Aufgabe des Staates, diese Verantwortungsübernahme rechtlich zu vereinfachen. Umso mehr, als es ja bereits gewisse Einstandspflichten auch für diese Verantwortungsgemeinschaften gibt, denken Sie nur an die Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Verantwortungsübernahme bringt also Pflichten mit sich, von Rechten kann aber bisher keine Rede sein, es sei denn, man lässt das beim Notar in komplexen Vollmachten regeln. Die Idee, dass auch Formen des Zusammenlebens jenseits der Ehe rechtlich abzusichern sind, ist auch in anderen europäischen Ländern bereits Wirklichkeit. Und auch in Deutschland beschäftigt sie die Politik schon länger mit unterschiedlichen Konkretionsgraden und in unterschiedlichen Parteien. SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Alternativen zur Ehe zu schaffen. Höchste Zeit also, noch einmal genau hinzusehen, wie der Status quo ist, wovon eigentlich die Rede ist, wenn wir von Verantwortungsgemeinschaften sprechen und wie eine alltagstaugliche rechtliche Absicherung konkret aussehen könnte. Als Nicht-Juristin bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich das nicht alleine tun muss und freue mich, dass wir Frau Professor Dr. Friederike Wabler für unser heutiges Webinar gewinnen konnten. Frau Wabler ist Professorin für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und Autorin eines Rechtsgutachtens im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserem heutigen Thema. Herzlichen Dank, liebe Frau Wabler, dass Sie heute hier sind und uns mit Ihrer Expertise helfen, die Details und Feinheiten eines komplexen juristischen Themas zu durchdringen. Ja, vielen Dank, Frau Und Schulte-Baster. ja, Ja. herzlich willkommen. Und wo ich schon beim Dank bin, danken möchte ich auch meinem Kollegen im technischen Support, Gabriel Fritz. Und natürlich auch meinen Kolleginnen Lena Frisch und Timnit Zehre für die Organisation des Webinars und die Betreuung des Frage-Antwort-Tools. Was erwartet Sie in diesen 90 Minuten? Wir wollen zwei inhaltliche Runden drehen. Zunächst wollen wir einführend den derzeitigen Status quo betrachten und darlegen, wie faktische Lebensgemeinschaften im Recht im Vergleich zu Ehe und Lebenspartnerschaft behandelt werden.
und warum es überhaupt ein neues Rechtsinstitut braucht. Im zweiten Teil steht dann die konkrete Ausgestaltung dieses möglichen Rechtsinstituts im Vordergrund. Wir stellen Ihnen den Pakt für das Zusammenleben vor und gehen auf Unterschiede ein zu anderen in der Diskussion befindlichen Modellen. In beiden Runden wird zunächst Frau Wabler einen Input geben. Anschließend, Sie sehen das hier im Ablauf, gibt es viel Raum für Ihre Rückfragen. Und für diese Rückfragen haben wir folgende Bitte. Bitte teilen Sie uns Ihre Fragen schriftlich im Frage- und Antwort-Tool mit. Sofern Sie diese Frage persönlich stellen möchten, würden wir Sie bitten, ein V davor zu setzen. Dann wissen wir, dass wir Sie sozusagen auf die Bühne holen hier und mit Bild dazuschalten. Das ist insofern wichtig, weil wir dieses Webinar aufzeichnen und im Anschluss sowohl auf böll.de als auch in unserem YouTube-Kanal der Stiftung zur Verfügung stellen. Wer also angesichts dessen lieber anonym bleiben möchte, schreibt bitte die Fragen einfach in das F&A-Tool. Alle anderen tun das bitte auch. Das hilft uns, die Fragen zu bündeln. Setzt aber bitte ein V davor. Ja, und mit diesen einführenden Bemerkungen will ich es an dieser Stelle erstmal meinerseits belassen. Und ja, Frau Wabler, Sie haben das Wort für Ihren ersten Input. Ja, vielen Dank. Da war ich ja eben ein bisschen vorlaut. Jetzt bin ich sozusagen offiziell an der Reihe. Begrüße Sie auch alle nochmal sehr herzlich. Ich bin ganz überrascht und beeindruckt, wie groß doch die Zahl der Teilnehmenden ist. Das hätte ich gar nicht erwartet. Das finde ich ganz wunderbar. Ich teile mal meinen Bildschirm. Moment. So. Ich hoffe, dass Sie das sehen können. Ja. Okay, Teilnehmer können jetzt ihre Anwendung sehen. Das ist super zu sehen. Gut, sehr schön. Ja, also das wurde ja schon gesagt, in diesem ersten Input werde ich ein bisschen die Defizite der jetzigen Rechtslage darstellen und im zweiten Input können wir dann über die konkrete Ausgestaltung möglicher Alternativen sprechen. Ich habe mal tatsächlich die Formulierung aus dem Koalitionsvertrag mitgebracht. Wir werden das Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt nicht ganz das, was die Familienrechtliche Kommission 2016 erarbeitet hat, aber es ist doch jedenfalls mal ein guter Anlass, die Arbeit, die in dieser Kommission geleistet wurde, nochmal auf die politische Bühne zu heben und in eine Diskussion einzusteigen, wie man, wenn man jetzt sagt, es gibt vielleicht auch Liebesbeziehungen, die jenseits der Ehe geregelt werden wollen, wie man sozusagen Alternativen zu Ehe und Lebenspartnerschaft ausgestalten könnte, falls man das für notwendig hält. Das ist sozusagen der Anlass der heutigen Veranstaltung. Der Anlass für meine Einladung war, das hatte Frau Schulte-Basta schon gesagt, dass ich damals dieses Gutachten geschrieben habe im Jahr 2016. Das heißt, ich war nicht Mitglied der Kommission. Es ist mindestens ein ehemaliges Mitglied dieser Kommission hier heute anwesend. Das finde ich sehr schön, das freut mich. Vielleicht mögen Sie sich ja nachher in die Diskussion auch einschalten. Ich war als Gutachterin bestellt. Und zwar als Gutachterin, um so einen rechtsvergleichenden und rechtspolitischen Überblick zu geben und um die verfassungsrechtlichen und menschenrechtlichen Fragen zu klären. Das heißt, ich bin keine Familienrechtlerin, sondern betrachte das Ganze eher aus so einer verfassungsrechtlich-rechtspolitischen Perspektive heraus. Dieser Pakt für das Zusammenleben, über den wir nachher sprechen werden, ist auch jetzt kein Modell, das ich erarbeitet habe, sondern ein Modell, das die Kommission erarbeitet hat. Das ist mir relativ wichtig festzustellen, nicht um mich davon zu distanzieren, aber weil es einfach nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Ich hatte am Ende dieses Gutachtens mehrere Optionen für mögliche Regelungen vorgeschlagen, also versucht, so Handlungsspielräume aufzumachen. Und dann war ich aber tatsächlich in der Kommission auch dabei, als die Kommission dann überlegt hat, wie wollen wir es denn nun genau? Ich habe das als sehr differenzierte, sehr fruchtbare Diskussion in Erinnerung. Man kann auch sagen, wir haben mit diesem Thema wirklich sehr gerungen.
Das ist das eine, was ich voranschicken wollte. Das andere, was ich voranschicken wollte, war, dass der Pakt für das Zusammenleben dann tatsächlich nur ein Baustein war aus einer Reihe von Vorschlägen. Es gab zwischendurch die Überlegung, ob man so ein modular gestaltetes Institut schafft, wo man so Optionen anwählen und abklicken kann. Das hat sich als wenig praktikabel erwiesen tatsächlich. Also wir haben nicht die eierlegende Wollmilchsau für alle Wechselfälle des solidarischen Miteinanderlebens gefunden, sondern sozusagen am Ende einzelne Bausteine benannt, wo Änderungsbedarf möglicherweise besteht. Und dieser Pakt fürs Zusammenleben, der richtet sich nur an Erwachsene und ist nur ein Baustein innerhalb eines größeren Nachdenkens über nötige rechtspolitische Veränderungen. So viel vorab, vielleicht noch ganz kurz. Einer dieser Bausteine war tatsächlich die Forderung, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Das ist ja inzwischen tatsächlich passiert. Insofern ist ein kleiner Teil dieser Vorschläge der Kommission mittlerweile schon umgesetzt. So, was habe ich mitgebracht? Und das betrifft jetzt beide Inputs. Einführung mache ich gerade. Ich erkläre auch gleich noch so ein bisschen, mit welchen Begriffen ich arbeite, damit wir da eine Grundlage haben. Sie dürfen natürlich die Begriffe, mit denen ich arbeite, jederzeit kritisieren. Das ist ja oft auch schon so eine fruchtbare Art, miteinander zu sprechen. Dann erster Input, warum ist die derzeitige Rechtslage schlecht, ja, für Solidarbeziehungen, die nicht in Ehe oder Lebenspartnerschaft formalisiert sind? Dann würde ich im zweiten Input, also nach der ersten Fragerunde, den Pakt für das Zusammenleben vorstellen und wenn Zeit ist, ansonsten machen wir das in der Diskussion, nochmal abgleichen mit dem Modell, das die FDP kürzlich in den Bundestag eingebracht hat, aber nur als Antrag, es ist kein ausgearbeitetes Modell für eine sogenannte Verantwortungsgemeinschaft. Und an diese Verantwortungsgemeinschaft ist tatsächlich der Satz, den ich oben zitiert hatte, aus dem Koalitionsvertrag eher angelehnt als an das Modell der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich spreche von Solidarbeziehungen, damit meine ich erstmal so ganz pauschal jede Gemeinschaft von Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, die können jedes Alter haben, die müssen nicht miteinander verwandt sein, das können so viele sein, wie sie wollen. Also Solidarbeziehung ist jede, ich würde sagen, private Beziehungsgemeinschaft, in der eben Verantwortung gemeinsam gelebt wird. Und Frau Schulte-Baster hatte ja schon gesagt, die Formen, in denen solidarische Beziehungen heutzutage gelebt werden, sind außerordentlich vielfältig. Wobei ich glaube, dass die schon immer sehr vielfältig waren, aber diese Vielfalt ist in den letzten Jahrzehnten auf eine andere Art sichtbar geworden. Und kann vielleicht auch offener, oder nicht vielleicht, kann offener gelebt werden als früher. Es gibt natürlich andere Begriffe, die man in dem Zusammenhang hört. Das eine ist die Verantwortungsgemeinschaft. Und juristisch wird immer von einer Einstands- oder einer Beistandsgemeinschaft gesprochen oder einer Einstands- und Verantwortungsgemeinschaft, weil wir ja ganz gerne komplizierte Begriffe verwenden, die in der Alltagssprache nicht so häufig vorkommen. Bedeutet grob gesagt erstmal alles das Gleiche. Dann möchte ich auf einen wichtigen begrifflichen Unterschied aufmerksam machen, nämlich den Unterschied zwischen formalisierten Solidarbeziehungen und nicht formalisierten Solidarbeziehungen. Formalisiert heißt, dass es einen formellen Rechtsrahmen dafür gibt, dass man sich also entscheidet, in diese Art von Beziehung einzutreten und das dem Staat mitteilt und sich damit einem bestimmten Rechtsregime unterwirft. Und das sind in unserer Rechtsordnung die Ehe und die Lebenspartnerschaft. Die Ehe jetzt geöffnet für alle Paare und die Lebenspartnerschaft nach wie vor für gleichgeschlechtliche Paargemeinschaften. Was uns heute interessiert, sind die nicht formalisierten Solidarbeziehungen. Das heißt, alle Formen des gelebten Miteinanders, die eben nicht diese Form der Ehe und Lebenspartnerschaft annehmen. Das können Paarbeziehungen sein, das können Wohngemeinschaften sein, das können Freundschaften sein, das können Pflegegemeinschaften sein. Das kann sich natürlich alles überschneiden miteinander. Das heißt, wir haben hier einen Bereich der formalisierten und nicht formalisierten Zweierbeziehungen. Das wird gleich noch wichtig. Und wir haben hier einen Bereich der nicht formalisierten Beziehungen, die Zweierbeziehungen betreffen können, aber eben auch von 3, 4 und noch mehr Personen miteinander gelebt werden können.
Das ist insofern wichtig, als der Pakt fürs Zusammenleben sich an Zweierbeziehungen richtet und die Verantwortungsgemeinschaft, die die FDP vorschlägt, sich an zwei oder mehr erwachsene Personen richten soll. Also das wäre so eine Grundfrage, die man tatsächlich klären müsste. Und noch sozusagen zu der Frage, wenn wir jetzt mit dem Pakt fürs Zusammenleben auf Zweierbeziehungen schauen, dann kann ich jetzt schon verraten, der Pakt fürs Zusammenleben setzt keine Paarbeziehung vor und keine Liebesbeziehung, aber er konzentriert sich in seiner derzeitigen oder in der Fassung der Kommission auf Zweiergemeinschaften. Was für Probleme stellen sich in diesem Recht der Zweierbeziehung? Ja, also zum einen stellt sich die Frage, wie begründet man eigentlich die rechtliche Verbindung dieser beiden erwachsenen Menschen? Ist das so wie bei der Ehe oder Lebenspartnerschaft, dass man zum Standesamt geht? Oder ist diese Beziehung einfach irgendwann da und man beobachtet sie und daran werden bestimmte Rechtsfolgen geknüpft? Was passiert während der Beziehung? Wie sind die Rechtsbeziehungen? Wie man das ausgestaltet, inhaltlich ist ja völlig egal, aber wie sind die Rechtsbeziehungen? Also haben die beiden Mitglieder dieser Zweierbeziehung ein Recht darauf, Auskunft zu verlangen, Auskunft zu bekommen, zum Beispiel, wenn der andere Teil sich in einer Klinik befindet, in irgendeiner medizinischen Notfalllage? Können die sich gegenseitig rechtlich vertreten? Haben die sowas wie ein Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrecht? Können die sozusagen es verweigern, die personenbezogenen Daten der anderen Person rauszugeben? Dann die ganze große Frage, wie ist das finanzielle Verhältnis? Sind die sich zu Unterhalt gegenseitig verpflichtet? Sind die verpflichtet, sozialrechtlich, also auf diesem Gebiet der Sozialhilfe füreinander einzustehen? Und das werden alle wissen, mit der Ehe und der Lebenspartnerschaft sind relativ weitreichende steuerrechtliche Entlastungen verbunden. Und die Frage ist immer, gilt das für Beziehungen zwischen zwei Erwachsenen, die nicht verheiratet oder verpartnert sind, auch? Und der letzte Punkt ist die Frage, was passiert nach der Trennung? Ja, also wenn es einen Konflikt gibt, man geht auseinander, gibt es da einen Vermögensausgleich? Bestehen da nachgelagerte Unterhaltspflichten? Kann man irgendwie die Rentenansprüche, die in der Zeit erworben wurden, aneinander angleichen? Das alles, also sowohl die finanziellen gegenseitigen Rechte und Pflichten, und Entlastung während der Beziehung als auch der Ausgleich nach der Beziehung wird natürlich besonders wichtig, wenn diese beiden Personen Kinder gemeinsam betreut haben oder andere Projekte haben, in die sie ungleich viel Zeit, Geld oder Arbeit hineingesteckt haben. Ne? Das sind so Momente, in denen man sich dann für die Zeit nach der Trennung häufig einen Ausgleich wünscht. Und den gibt es dann eben in faktischen Lebensgemeinschaften häufig nicht. Wir vergleichen einmal kurz die Ehe und Lebenspartnerschaft auf der einen Seite, also die formalisierten Zweierbeziehungen mit den nicht formalisierten Paarbeziehungen. Ja, und ich habe hier Paarbeziehungen geschrieben, weil das geltende Recht immer davon ausgeht, dass zwei Menschen, die in einer Verantwortungsgemeinschaft miteinander leben und irgendwie in den Gesichtskreis des Rechts treten, dass die, wenn sie keine Firma gegründet haben, dass die dann ein Paar sind. Ja, lasse ich mal erstmal so stehen. Bei der Ehe, das wissen Sie alle, die begründet man, indem man zum Standesamt geht und beide sagen ja. Ja, also Begründung durch eine amtliche Registrierung, man muss sich dafür entscheiden. Man muss aktiv werden, um eine Ehe oder Lebenspartnerschaft einzugehen. Das ist im geltenden Recht. Im geltenden Recht bei den nicht formalisierten Paarbeziehungen nicht so. Sie können nirgends hingehen und sagen, hallo, wir sind eine faktische Lebensgemeinschaft und das möchten wir irgendwo registriert haben. Ja, Sie können unter sich einen Vertrag schließen, wenn Sie das wollen, aber es gibt eben keine Möglichkeit, sich als Paargemeinschaft, Zweiergemeinschaft registrieren zu lassen. Das heißt, wenn Rechtsfolgen daran geknüpft werden, dass zwei Menschen miteinander leben, dann geschieht das, indem man sich anschaut, wie die miteinander leben. Und das wird hier relevant. Ja, während der Beziehung ist es bei der Ehe und der Lebenspartnerschaft so, dass relativ detailliert rechtlich im BGB geregelt ist und auch in den Sozialgesetzbüchern, wie man zueinander steht. Also es gibt Auskunftsrechte, Zeugnisverweigerungsrechte, Vertretungsrechte, Rechte auf Information über die Angelegenheiten des anderen. Es gibt eine wechselseitige Unterhaltspflicht. Und in der Ehe und Lebenspartnerschaft ist es so, dass diese Unterhaltspflicht korrespondiert
mit einer sozialrechtlichen Einstandspflicht. Das heißt, wenn ein Ehegatte bedürftig wird, dann wird vermutet, dass der andere Ehegatte für den einsteht. Ja, also dann wird das Einkommen des anderen Ehegatten dem einen angerechnet als Einkommen, und wenn das für beide reicht, dann gibt es keine Sozialhilfe oder Grundsicherung. Dieser sozialrechtlichen Einstandspflicht korrespondiert in der Ehe eine gegenseitige Unterhaltspflicht. Das heißt, der bedürftige Ehepartner, die bedürftige Ehepartnerin kann diesen Unterhalt einklagen, wenn es zu Konflikt kommt. Das ist bei der faktischen Lebensgemeinschaft nicht so. Ja? Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem dieser nicht formalisierten Paarbeziehungen. Bei der nicht formalisierten Paarbeziehung wird vor allen Dingen im Grundsicherungsrecht vermutet, dass zwei Menschen, die zusammenleben, gemeinsam einen Haushalt führen, womöglich auch gemeinsam Kinder betreuen oder einen Haushalt führen, in dem Kinder leben, dass die füreinander einstehen. Und deswegen wird das Einkommen des einen dem Einkommen der anderen oder des anderen angerechnet. Dieser Einstandspflicht, die dadurch umgesetzt wird, dass man einfach weniger Hilfe zum Lebensunterhalt und andere Sozialleistungen bekommt oder gar keine Sozialleistungen bekommt. Dieser Einstandspflicht, die vermutet wird, steht aber kein Unterhaltsanspruch gegenüber. Das heißt, es kann passieren, das kann im Verhältnis zwischen Erwachsenen passieren, das kann auch im Verhältnis von Stiefelternteil und Stiefkind passieren, dass das Sozialamt oder das Jobcenter sagt, du kriegst von uns kein Geld, weil dein Partner, deine Partnerin, dein Stiefelternteil dich ja versorgt, aber im Innenverhältnis wird man vielleicht gar nicht versorgt. Das ist ein Ungleichgewicht. Ja, dass auf der einen Seite vermutet wird, dass man füreinander einsteht und auf der anderen Seite aber keine entsprechenden privatrechtlichen Ansprüche bestehen und dass es die steuerlichen Entlastungen auch nicht gibt, die mit einem solchen gemeinsamen Wirtschaften einhergehen. Das ist das eine große Problem aus meiner Sicht, dem faktische Lebensgemeinschaften heutzutage gegenüberstehen. Und das zweite liegt in der Trennung. Auch für die Trennung enthält das Eherecht sehr detaillierte Regelungen, sowohl über den Vermögensausgleich als auch über mögliche nacheheliche Unterhaltspflichten, als auch über eine Aufteilung der erworbenen Rentenansprüche im Versorgungsausgleich. Und diese Dinge gibt es in der nicht formalisierten Paarbeziehung oder Zweierbeziehung in aller Regel auch nicht. Ja, da kann man ja sich einfach trennen und dann geht einer weg oder beide gehen auseinander. Und dass es dann tatsächlich so nochmal vermögens- oder güterrechtlichen Ausgleich gibt nach dem Ende der Beziehung, das geht nur in ganz eng begrenzten Ausnahmefällen. Ja, das geht zum Beispiel, wenn man eine Firma zusammen gegründet hat und jemand hat ganz viel Arbeit reingesteckt. Ja, dann kann diese Person dafür einen angemessenen Ausgleich verlangen. Oder wenn man sich sehr, sehr teure Dinge gegenseitig geschenkt hat im Vertrauen auf die Beziehung, dann kann man die zurückverlangen. Aber so das, was nach einer Ehe üblich ist, dass man schaut, wie haben sich die Vermögensverhältnisse entwickelt und wie teilen wir das gerecht untereinander auf, das passiert in nicht formalisierten Paarbeziehungen eben nicht. Ich fasse ganz kurz zusammen, dann bin ich auch schon am Ende dieses ersten Input. Was ist schlecht an der geltenden Rechtslage? Es gibt teils formelle, teils informelle Maßstäbe dafür, was eine verfestigte Paarbeziehung ist. Die werden im Sozialrecht anders gehandhabt, als wenn es zum Beispiel um nachehelichen Trennungsausgleich geht. Und es wird eben immer unterstellt, dass man eine Paarbeziehung ist. Also alle anderen Formen von gelebter Solidarität, man wohnt in einer Wohnung, man pflegt sich gegenseitig oder eine Person hat der anderen versprochen, sie zu pflegen. Freundinnen leben zusammen. Ja, Mütter mit ihren Kindern oder Väter mit ihren Kindern leben zusammen und schmeißen sozusagen alles in einen Topf, ohne eine Paarbeziehung, eine Liebesbeziehung zu führen. Das wird alles nicht erfasst. Während der Beziehung hat man eben die meisten der Rechte, gegenseitigen Rechte und Pflichten nicht, die in einer Ehe bestehen. Das ist einmal sehr unschön, wenn man keine Auskunftsrechte, Informationsrechte und Vertretungsrechte hat, insbesondere wenn man gemeinsam Kinder großzieht oder jemand krank wird. Das ist
schwierig für bedürftige Familien, die auf Hilfe zum Lebensunterhalt oder andere Sozialleistungen angewiesen sind. Man kann kein gemeinsames Testament machen, also keine gemeinschaftliche Entscheidung über das Erbe treffen. Es gibt auch kein gesetzliches Erbrecht innerhalb dieser faktischen Beziehungen. Und die steuerlichen Entlastungen, die in Ehe und Lebenspartnerschaft bestehen, fallen weg. Und nach der Trennung gibt es eben nur diese eng begrenzten Ausnahmen für einen güterrechtlichen Ausgleich. Damit wäre ich am Ende dieses ersten Impulses. Was in der Kommission Thema war, sage ich jetzt nur noch ganz kurz, war natürlich immer die Frage, und braucht es dann jetzt ein anderes Rechtsinstitut? Oder müssen nicht die Leute, die nicht heiraten oder sich verpartnern, damit leben, dass sie diese Entscheidung eben nicht getroffen haben? Das ist so eine Grundfrage, die man sich eigentlich stellen muss, wenn man darüber nachdenkt, ein neues Rechtsinstitut zu schaffen. Aber das nur gar nicht als Vorgriff auf die Diskussion, sondern nur als Impuls in die Diskussion. Und jetzt gehe ich hier mal raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich danke Ihnen, Frau Wabler, für diesen ersten von zwei Aufschlägen und darf jetzt unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, ihre Fragen sehr gerne in das Fragen- und Antwort-Tool zu stellen, so sie denn welche haben. Wir wollen sie nicht die ganze Zeit beschallen, sondern auch gerne mit Ihnen in den Austausch kommen, Ihre Fragen beantworten. Zum Verfahren hatte ich gerade schon gesagt, es wäre großartig, Sie schrieben diese Fragen in das F&A. Und sofern Sie persönlich erscheinen möchten und diese Fragen selber persönlich formulieren möchten, bitte seien Sie so gut, setzen ein V davor, dass wir wissen, dass wir Sie auf die Bühne holen dürfen und Sie auch im Anschluss in der Aufzeichnung zu sehen werden sein. Wenn Sie das nicht möchten, dürfen Sie trotzdem natürlich unbedingt Ihre Frage stellen, aber dann würde ich sie einfach vorlesen, gegebenenfalls jetzt auch bündeln mit anderen. So, ja, ach ja, ich freue mich. Die erste Frage von Karin Jocic, herzlich willkommen und auch mit einem V. Insofern, lieber Gabriel, bitte einmal Frau Jocic jetzt auf die Bühne holen, damit sie ihre Frage persönlich stellen kann. Hallo, Karin. Ja, jetzt sehen wir schon jetzt die Kachel. Jetzt bist du auch zu hören. Aber ja, ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, das ist schon lange her, dass wir diskutiert haben miteinander. Vielen Dank, Frau Wabler. Ich bin jetzt wirklich richtig gespannt, wie es dann gleich weitergeht. Aber mich interessiert der Kontext, der größere Kontext, den Sie genannt haben, dass Sie gesagt haben, dieses, was wir jetzt hier diskutieren, ist eigentlich nur ein kleiner Baustein. Und das würde mich jetzt interessieren. Wie sehen Sie, was ist sozusagen das größere Projekt dahinter? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Ja, soll ich gleich antworten? Oder? Ich glaube, wir machen das so. Antworten Sie gerne. Es sind auch andere Fragen eingegangen und wir machen das einfach sukzessive. Ja, Frau Jocic, ich freue mich, Sie zu sehen. Wir haben ja damals auch miteinander diskutiert. Wenn ich das größere Projekt mal, also wirklich ganz knapp, ja, ist der Hintergrund natürlich, dass die Lebensverhältnisse sich verändert haben, dass die Ehe so als Grundlage von Familienleben an Bedeutung verliert. Die wird jetzt nicht unerheblich. Ne? Es gibt immer noch viele Eheschließungen, es wachsen auch immer noch die meisten Kinder in Ehen auf, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, aber dass eben daneben sich eine Vielfalt an anderen Lebensmodellen gebildet hat. Ja? Also das kann die nicht-eheliche
verschiedengeschlechtliche Gemeinschaft sein, das kann die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft sein, mit Kindern, ohne Kindern, das sind die Regenbogenfamilien, ne, in denen wir sozusagen mehr als zwei Elternteile haben, die mehr oder weniger aktiv an der Erziehung der Kinder beteiligt sind. Es gibt viele Solidargemeinschaften, also was wie Senioren-WGs, ne, wo sich Menschen zusammentun und sagen, wir wollen völlig unabhängig davon, wer jetzt hier wen liebt, solidarisch miteinander sein. Und was das Recht eben bislang nicht geschafft hat, war, diese tatsächlichen Lebensverhältnisse nachzuzeichnen. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Anforderung an das Familienrecht. Das Familienrecht soll ja die Menschen nicht in irgendwelche Lebensformen hineinerziehen, sondern das Familienrecht soll stabile Rahmen bieten für die tatsächlich gelebten Solidargemeinschaften. Und insofern geht es da einmal um das Verhältnis von Erwachsenen, es geht um das Verhältnis von größeren Gruppen, es geht um das Verhältnis von Eltern und Kindern, von Eltern und Stiefkindern, von Eltern und Kindern, die im Wege der medizinischen Reproduktion entstanden sind, von Adoptionskindern, von Pflegekindern, also um diese ganze Vielfalt. Und das aber realitätsgerecht abzubilden, geht eben nicht so in einem Rutsch. Ja, das, was ich so das modulare System genannt hatte, sondern da muss man so versuchen, Bausteine zusammenzusetzen. Vielen Dank für die Frage. Ja, ich habe sozusagen so konkret angefangen, einfach damit ich nicht zu lange rede. Aber das ist jetzt eine sehr schöne Ergänzung natürlich noch. Ja, auch ich danke für die Frage und für alle, die sich jetzt über diese Vertrautheit wundern. Karin Jurczyk war Teil dieser familienpolitischen Kommission, von der ich sprach, die diesen Pakt fürs Zusammenleben auf Basis des Rechtsgutachtens von Frau Wabler erstellt hat. Ganz herzlichen Dank für die Frage, Karin. Ich habe hier noch ein paar, ich will das jetzt mal clustern. Ich habe, weil jetzt noch einige Fragen reinkommen, vielleicht noch mal zwei Fragen zur Unterscheidung, was der Unterschied ist zwischen Partnerschaft, Freundschaft, Ehe auf der einen Seite und was Gemeinsamkeiten oder Unterschiede sind von Ehe und Lebenspartnerschaft und ganz konkret an der Stelle, ob denn für die Lebenspartnerschaft zum Beispiel auch das Ehegattensplitting gilt. Ja, vielen Dank. Also ich bin jetzt keine Soziologin, die Ihnen sozusagen schöne Schubladen bieten kann, was nun eine Partnerschaft genau von einer Freundschaft unterscheidet. Also wenn ich so mein eigenes Leben zurückblicke, dann gibt es ja auch durchaus fließende Übergänge und verschiedene Nähegrade sozusagen, sowohl in dem, was man Partnerschaft nennt, als auch in Freundschaften. Also ich kann ja mal sagen, was ich schwierig finde an den rechtlichen Kategorien. Ich finde an den rechtlichen Kategorien schwierig, dass die Ehe und die Lebenspartnerschaft und im Grunde auch die sozialrechtliche Beistandsgemeinschaft immer als sexuelle Paarbeziehungen gedacht werden. Also bis dahin, dass es nach wie vor Familienrechtskommentierungen gibt, die sagen, natürlich gibt es in einer Ehe sexuelle Pflichten, die kann der Staat nicht durchsetzen, aber das gehört eigentlich dazu, dass man das sozusagen voneinander erwarten kann. Das heißt, das Recht ist sehr konzentriert auf eine ganz traditionelle Vorstellung des Zusammenlebens, dass zwei Erwachsene, die müssen mittlerweile immerhin nicht mehr verschiedengeschlechtlich sein, aber dass die eine Partnerschaft haben, die auf einer sexuellen Beziehung aufbaut oder jedenfalls eine Einigung voraussetzt, wenn sie keine sexuelle Beziehung mehr enthalten soll, sozusagen. Also das ist so ein Durcheinander, ja. Da vermischen sich ja ganz unterschiedliche Ebenen des Zusammenlebens. Und insofern ist die Idee der familienrechtlichen Kommission gewesen, dass wir uns zwar erstmal oder dass die Kommission sich erstmal auf die Zwei-Personen-Verhältnisse beschränkt, ja, weil alles, was darüber hinausgeht, furchtbar kompliziert wird, aber überhaupt nicht vorschreiben will, was für eine Art von Zweierbeziehung das sein soll, außer dass zwei Erwachsene sie freiwillig eingehen. Und wie die diese Beziehung gestalten, wie eng das im Innenverhältnis ist, ist es völlig egal. Das Einzige, was rechtlich eben schützenswert ist, ist diese Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und das beinhaltet eben eine soziale Verantwortung, eine
irgendeine Art von persönlichem Näheverhältnis, aber eben auch die Bereitschaft, finanziell füreinander einzustehen. Und ob man da alles in einen Topf schmeißt oder ob man sagt, wenn du in Not kommst, dann unterstütze ich dich. Oder ob man Pflege vereinbart, Care-Arbeit, das ist alles völlig egal. Es geht eben um diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich eine Freundschaft habe, wo ich mich alle paar Monate mal treffe und einen Kaffee trinke, dann wäre das wahrscheinlich kein hinreichender Anlass, aber eben auch für uns beide nicht, so einen Pakt zu schließen. Aber wenn ich entscheide, dass ich die nächsten Jahre meines Lebens mit meiner besten Freundin in einer Wohnung leben möchte und wir wollen uns gemeinsam um unsere Katzen kümmern, dann kann das ein Anlass sein, ne? Wenn wir uns vorstellen, dass die eine dann auch die andere im Krankenhaus besucht, primär, und die primäre Ansprechperson ist für Ärztinnen und Ärzte und sozusagen als Erste dasteht, wenn es darum geht, den Hustensaft zu kaufen. Mhm. Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Ehe-Lebenspartnerschaft. Die Lebenspartnerschaft ist jetzt ja so ein bisschen hinter der Zeit zurückgeblieben. Ne? Am Recht der Lebenspartnerschaft ist nichts mehr geändert worden, seit die Ehe geöffnet wurde. Das Ehegattensplitting steht LebenspartnerInnen auch zur Verfügung. Das haben LebenspartnerInnen sich vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten, dass da eine Gleichbehandlung stattfindet. Ich meine, dass der einzige Unterschied immer noch nur der ist, dass LebenspartnerInnen nicht gemeinsam adoptieren dürfen. Dafür muss man jetzt tatsächlich heiraten beziehungsweise dann die Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Ja, danke. Während ich sozusagen die nächsten Fragen nochmal, das lässt sich ganz gut zusammenfassen tatsächlich, würde ich Sie bitten, falls Sie für diese Runde noch Fragen haben, die doch bitte nochmal in das Fragen und Antworten Tool zu schreiben. Sonst würde ich nämlich sozusagen nach diesen zwei weiteren Fragerunden, die ich hier jetzt noch habe, dann Frau Wabler wieder das Wort geben für den zweiten Input. Frau Wabler, hier gibt es jetzt nochmal Fragen danach, warum eigentlich der Maßstab die heilige Ehe ist, ja? Und nicht sozusagen die Beziehung zwischen selbstständigen, eigenverantwortlichen Personen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Also könnte man eigentlich nicht, warum nicht den Ansatz ändern? Ja, nicht für alle Partnerschaften die Privilegien der klassischen Ehe zu fordern oder umzusetzen, wie wir das jetzt tun, sondern eben diese Privilegien generell nicht an die Ehe zu knüpfen. Ja, vielen Dank. Also ich wäre sofort dabei, sozusagen so ein bisschen grundsätzlich heranzugehen. Ich halte die Ehe auch nicht für heilig, aber viele halten es natürlich heilig. Ne? Verfassungsrechtlich ist es ja so, dass im Grundgesetz steht, Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz des Staates. Und das wird eben insbesondere auch in meiner Zunft gerne als Anlass genommen zu sagen, also egal, was man sonst regelt, die Ehe muss immer ganz oben stehen. Das halte ich tatsächlich für falsch. Ich glaube auch nicht, dass alles gut ist, was im Eherecht geregelt ist. Es gibt auch durchaus Ansätze, die sagen, wir schaffen alles ab. Wir schaffen alles ab und dann müssen eben die PartnerInnen sich einigen. Ne? Also da muss man sich eben, wenn man merkt, das wird jetzt zu einer Gemeinschaft, wo Verantwortung ins Spiel kommt und wo Leute was investieren, was auch immer, Herzblut, Geld, Care-Arbeit, Zeit, dann müssen die halt eine individuelle Regelung treffen. Ich finde aber auch das nicht unproblematisch. Also ich glaube nicht, dass die Ehe unbedingt so bleiben muss, wie sie ist. Ja, ich wäre zum Beispiel dafür, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Fände ich wichtig, ja, weil alle wissen, dass das Anreize setzt, insbesondere für Frauen, sich nicht selbst ökonomisch abzusichern. Darum geht es gar nicht, sondern die Frage ist, die grundsätzliche Frage, die für mich dahinter steht, ist es nicht aber gut, einen irgendwie ausgestalteten Rechtsrahmen zu haben für diese Verantwortungsbeziehung? Und zwar gar nicht, weil es dem Staat nützt oder weil der Staat irgendwas durchsetzen will, sondern damit es für die Menschen einfacher ist. Und damit vielleicht auch, so wie im Arbeitsrecht, über das Recht so ein gewisser Ausgleich von Machtungleichgewichten auch reinkommen kann. Also wenn ich mir vorstelle, man müsste sozusagen alles immer individuell aushandeln, hat man immer gleich die ökonomischen
und sozialen Machthierarchien drin. Also die Idee, dass es so einen Rechtsrahmen geben sollte für Beziehungen, die Verantwortung füreinander übernehmen oder in denen diese Verantwortung übernommen wird, die finde ich als Grundgedanken jetzt auch zum Schutz des bedürftigeren oder des schwächeren Teils mal nicht verkehrt. Aber in der Tat würde ich mir eine gesellschaftliche Diskussion wünschen, die dann auch an die Ehe rangeht und die dann auch fragt, ist eigentlich das, was die Ehe im Moment ausmacht, was die Ehe hat, was an Gedanken mit der Ehe verbunden ist, ist das eigentlich noch so zeitgemäß? Man kann die Verfassung noch ändern. Ja, bevor ich dann für diese Runde als letzte Frau Daumüller noch auf die Bühne bitte, gibt es noch die Frage, ob man das nicht alles schon heute über notarielle Vollmachten regeln kann, beziehungsweise wo es da noch Lücken gibt. Ja, das kann man. Und zwar, man kann es auch aus beiden Richtungen. Wie gesagt, ich bin keine Familienrechtlerin, ich könnte so einen Vertrag niemals aufsetzen, aber es gibt jedenfalls die Möglichkeit, sowohl wenn man heiraten möchte, einen Ehevertrag zu schließen und dann eben ganz viele dieser gegenseitigen Beistandspflichten sozusagen sich abzubedingen. Man kann auch nacheheliche Auseinandersetzung, also sozusagen die nacheheliche Auseinandersetzung vertraglich regeln und man kann auch als faktische Lebensgemeinschaft einen Partnerschaftsvertrag schließen. Das macht man klugerweise auch notariell und da kann man natürlich auch für den Fall der Trennung sozusagen eigenverantwortlich Vereinbarungen treffen. Die Idee, die die Familienrechtliche Kommission hatte, war auch gar nicht, das Rad so wahnsinnig neu zu erfinden, sondern die Dinge zu vereinfachen. Also so ein Institut könnte ein Modell sein, das Dinge vereinfacht, weil es tatsächlich so ist nach empirischer Erkenntnis, dass viele Menschen, die in faktischen Lebensgemeinschaften leben und tatsächlich viel investieren, dass viele gar nicht wissen, worauf sie sich damit einlassen und dass viele gar nicht wissen, wie schutzlos sie nach der Trennung dastehen. Ja, also es hat Umfragen gegeben in der Schweiz, bei denen sich zeigte, dass viele Menschen, die unverheiratet Kinder großziehen, völlig selbstverständlich davon ausgehen, dass sie Unterhalt kriegen nach der Trennung, wenn sie die ganze Zeit nicht arbeiten gegangen sind, sondern die Kinder betreut haben. Und das ist einfach nicht der Fall. Also die Idee so eines Rechtsrahmens ist eigentlich zu sagen, hier habt ihr was, da müsst ihr nur Ja sagen und dann seid ihr in diesem sicheren Rechtsrahmen. Ja? Und alles, was man anders haben will, kann man dann darüber hinaus vereinbaren. Das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Frau Daumüller, jetzt sind Sie an der Reihe und dürfen gerne die letzte Frage für diese erste Frage- und Antwortenrunde stellen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Ich melde mich aus Stuttgart und ich hatte schon in die Fragen reingeschrieben, ich finde gut, dass mit der Verantwortungsgemeinschaft über das Rechtsinstitut der Ehe und aber auch der Lebenspartnerschaften oder auch der Ehe zwischen Homosexuellen hinausgegangen wird, weil alles knüpft da letztlich an, ja, an die Liebesbeziehung oder an sexuelle Orientierung. Und das war früher in der Alleinerziehendenarbeit, war das schon immer ein Thema zu sagen, wenn ich als Patentante mit meiner Nichte zusammenlebe und sage, ich sichere ihr ab, beispielsweise, dass sie berufstätig sein kann, stecke selber zurück, da gibt es ja keinen Ausgleich oder gab es bislang nicht. Und für solche Gemeinschaften wäre das ein ganz super Institut. Was ich mich frage, aber da sind wahrscheinlich andere Köpfe gerade auch dran und da hoffe ich heute auch noch so ein bisschen Anhaltspunkte zu kriegen. Man kann sich ja wirklich die unterschiedlichsten Konstellationen denken mit wirklich festen, verlässlichen Beziehungen, Übergängen und wie sich das rechtlich fassen lassen soll und auch in welcher Verbindlichkeit. Also da bin ich sehr gespannt.
Und dann denke ich auch, es gibt die älteren Menschen, die heiraten nicht, weil der eine oder die andere die Witwenrente verliert. Kommen die dann in einer Verantwortungsgemeinschaft zusammen um das Gleiche und so. Es gibt so derart viele Möglichkeiten, dass ich an der Stelle kaum sein will. Ich finde nur wirklich gut, dass das Thema gegenseitige Verantwortungsübernahme im Mittelpunkt steht und dass man wegrückt vom Thema, man muss das Bett teilen, um verheiratet zu sein oder über eine Lebenspartnerschaft. Ja. Das wollte ich eigentlich einbringen und einfach heute auch hören, ob es da schon Konkretionen gibt. Die habe ich bislang noch nicht mitgekriegt. Danke. Dann schalte ich mich wieder aus. Ne? Ja, tschüss. Vielen Dank. Dazu muss ich ja eigentlich gar nichts sagen. Ne? Also das war, kann ich nur berichten, in der Familienrechtlichen Kommission auch ein Riesenthema, wie man diese Vielfalt tatsächlich abbilden kann, ohne dass man dann wieder Menschen in rechtlich verfestigte Verhältnisse zwingt, die das gar nicht wollen. Also die Freiheit muss es ja weiterhin geben, zu sagen, wir wollen uns eben nicht rechtlich verbinden. Ja, ja. Genau so war es. Aber ja. Die registrieren sich ja dann, die müssen sich ja registrieren, um dann anerkannt zu sein. Mhm. Anders geht es ja gar nicht. Mhm. Nee, genau, aber das ist ja dann sozusagen der Schritt, den es dann braucht. Also das darf ich vielleicht berichten aus unseren Diskussionen damals. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, oder könnte man sich auch ein Modell denken, wo man sich sozusagen, wo es Automatismen gibt, ja, also wo man automatisch gewisse Rechte erwirbt und sich sozusagen rauswählen muss. Ja, also das hätte es auch gegeben. Aber wir wollen, so wie Frau Wabler es gesagt hat, der Grundgedanke war damals sozusagen diese rechtliche, eine Vereinfachung zu bieten, ohne Vorschriften zu machen und ohne zu sagen, also das ist jetzt das neue Normal oder so soll es sein und diese Form von Nähe muss es haben. Also wer immer erwachsen ist und zu zweit und sich zu dieser dauerhaften Verantwortungsnahme bekennen möchte, der würde nach diesem Modell, nach diesen Vorstellungen einfach zum Standesamt gehen und sich verpatzen. Und wenn es dann nicht mehr gewünscht ist, das ebenso leicht durch eine Unterschrift wieder auflösen. So, jetzt haben wir schon eine sehr rege erste Runde gehabt, Fragerunde und Kommentare. Dafür bedanke ich mich und würde vielleicht jetzt tatsächlich Frau Wabler nochmal das Wort übergeben, um zu erläutern, sozusagen diesen Pakt fürs Zusammenleben, die ganz konkreten Punkte dieses Paktes. Ja, ich hoffe, das wird jetzt konkret genug für die Bedürfnisse dieser Runde. Also sonst gibt es Nachfragen. Ich erkläre es so konkret, wie es mir aus der Kommission in Erinnerung ist. Und dann müssen wir vielleicht gucken auf Nachfragen, wer von uns dann antwortet, ne? Da muss ich ja meinen Bildschirm wieder teilen. Hier waren wir stehen geblieben. Dann geht es jetzt so weiter. Das ist nochmal die Übersicht, ne, mit den formalisierten und den nicht formalisierten Solidargemeinschaften. Und ich habe jetzt hier, das haben Sie vielleicht gesehen, bei den formalisierten Paargemeinschaften habe ich jetzt die Zweierbeziehung geschrieben, weil das tatsächlich der Kommission wichtig war, dass Sexualität keine Rolle spielen muss. Ja, das soll sozusagen so privat sein, dass es nicht mal die registrierende Stelle irgendetwas angeht. Und der Pakt fürs Zusammenleben, der PATZ, den die Familienrechtliche Kommission erarbeitet hat, der würde hierhin eingeordnet werden. Das wäre also ein weiteres Rechtsinstitut für Zweierbeziehungen. Und ich habe jetzt, deswegen habe ich eben so einen kleinen Vorbehalt gemacht mit der Konkretisierung, eine Folie, in der ich mal verglichen habe, wie die Kommission sich das vorgestellt hat und was das im Verhältnis zur Ehe bedeutet. Es wäre
so, dass das wäre ein Opt-in-Modell. Ja? Also man muss aktiv werden, um diesen Pakt zu gründen. Und es wäre im Grunde wie bei der Ehe, zwei Erwachsene, Geschlecht ist egal, Geschlechtskombination ist egal. Sie müssen keine Liebesbeziehung haben. Und sie müssen sich, sagen wir, beim Standesamt registrieren. Die Idee ist allerdings, dass das ein bisschen unbürokratischer ist. Ja, das ist für Menschen mit Migrationshintergrund häufig sehr wichtig. Ne? Da ist es ja oft schwierig, die nötigen Unterlagen zustande zu bekommen, um heiraten zu können. Die Idee war, dass das weniger bürokratisch ablaufen soll. Also wirklich nur eine Registrierung, eine Anzeige, dass man einen Pakt begründet hat. Da wird man nachweisen müssen, dass man nicht verheiratet ist und dass man so, aber ne, also so ganz ohne Papierkram wird es nicht gehen, aber es soll ein bisschen einfacher gehen als die Ehe. Dann die Frage, wie ist die Ausgestaltung während des Zusammenlebens? Und das sieht hier jetzt dann doch schon relativ ähnlich aus. Ja? Also die Idee war, dass es auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall Auskunftsrechte, Informationsrechte und die Möglichkeit geben muss, sich gegenseitig zu vertreten. Ja, das wäre zum Beispiel für die Patentante, von der Frau Daumüller gesprochen hatte, enorm wichtig, ne, dass sie das Kind aus der Kita abholen kann und dass sie vielleicht das Kind auch mal krank melden kann in der Kita und dass sie vielleicht auch mal eine Unterschrift leisten kann in der Schule, dass die Teilnahme an diesem oder jenem Musikprojekt auf die Zustimmung trifft. Also nein, so, das soll möglich sein. Dann war die Idee, jetzt gar nicht unbedingt zu sagen, Unterhaltsansprüche wie in der Ehe, aber die Idee war, dass das Maß dessen, wie man sozialrechtlich verpflichtet ist, füreinander einzustehen, eine Entsprechung finden muss in Unterhaltsansprüchen. Ja, also man könnte sich vorstellen, was ich begrüßen würde, die sozialrechtliche Bedarfsgemeinschaft im Sozialrecht wesentlich enger zu fassen, ja, und nicht mehr alle Menschen einfach darunter zu packen, die gemeinsamen Haushalt führen, ja, und wo jemand vom Amt mal unangemeldet vorbeikommt und sieht, oh, da gibt es ein Doppelbett. Ja. Also es muss gar nicht so sein wie in der Ehe, aber jedenfalls so ein Gleichlauf von sozialrechtlichen Beistands- und Einstandspflichten und Unterhaltsansprüchen. Dann war die Idee, dass es ein wie auch immer ausgestaltetes gegenseitiges gesetzliches Erbrecht geben soll und auf jeden Fall die Möglichkeit, ein gemeinsames Testament zu verfassen, wenn man gemeinsam über sein gemeinsames Erbe entscheiden möchte. Und eine Angleichung der steuerrechtlichen Entlastung. Das kann man sich optional vorstellen, ne, dass man sagt, dass dann sozusagen bei der Registrierung gefragt wird, wollt ihr auch das Rentensplitting oder wollt ihr das nicht? Die Idee der familienrechtlichen Kommission war, dass aber das Ehegattensplitting abgeschafft gehört, deswegen hier nicht aufgeführt, und dass auch die beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten in der Sozialversicherung, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, abgeschafft werden soll. Ja, deswegen ist das hier auch nicht erwähnt. Das ist ein anderes Privileg, das die Ehe hat, aber auch das ist gleichstellungsrechtlich hochproblematisch, weil es eben einen weiteren Anreiz setzt, sozusagen in dieses klassische Hausfrauen-ErnährerInnen-Modell zu gehen. Das wäre sozusagen die Idee für das gemeinsame Zusammenleben. Man verpflichtet sich schon dazu, sich gegenseitig Beistand zu leisten, aber der Staat darf einen nur so weit als Beistandsgemeinschaft behandeln, wie es tatsächlich dann auch einklagbare Unterhaltsansprüche gäbe. Und dann lange diskutiert die Frage, was ist nach der Trennung? Wir haben uns natürlich auch den Pax angeguckt, das französische Modell, eines solchen ja, mittleren Standards unterhalb der Ehe und oberhalb der rein faktischen Solidargemeinschaft. Und im Pax ist es tatsächlich so, da kann jeder jederzeit gehen und es gibt keinerlei Unterhaltsansprüche oder Ausgleichsansprüche nach der Trennung. Das fanden in der Kommission doch viele nicht gerecht. Also wenn man sich vorstellt, dass so ein Pakt auch geschlossen wird, um ein gemeinsames Leben zu führen, bei dem nicht jeder, jede immer sozusagen gleiche Beiträge in das Zusammenleben einspeist. Ich hatte schon gesagt, das muss nicht Geld sein, das kann auch Zeit sein, das kann auch Care sein, das kann der Mental Load sein.
dann kann es eigentlich nicht sein. Oder dann bauen wir im Grunde so eine vermachtete Institution, wenn dann sozusagen der ökonomisch oder sozial stärkere Teil einfach sagen kann, so, ich gehe jetzt. Und dann haben wir keine Verbesserung zu der faktischen Lebensgemeinschaft. Deswegen war die Idee zu sagen, erstens, es gibt die Option, wiederum eine Option zu sagen, wir wollen wie in der Ehe den Zugewinnausgleich nach der Trennung. Also da kann man dann sozusagen upgraden. Und auf jeden Fall soll es eine einmalige vermögensrechtliche Auseinandersetzung geben. Nach welchen Regeln das funktioniert, für welche Tatbestände das gilt, das wäre alles noch zu diskutieren. Aber jedenfalls war in der Kommission klar, dass Sorgearbeit berücksichtigt werden soll. Das Rentensplitting hatte ich ja schon gesagt, also unterschiedliche Rentenansprüche, die während der gemeinsamen Zeit erworben wurden. Dass es um größere Investitionen geht, die dann sozusagen nochmal aufgeteilt werden, aber eben nur einmal. Also keine nachehelichen Unterhaltsansprüche, man kann rausgehen, man ist frei, aber es gibt eine einmalige vermögensrechtliche Auseinandersetzung, vielleicht so ähnlich wie bei einer Genossenschaft in die Auseinandersetzung. Ja, bei den steuerrechtlichen Entlastungen geht es auch viel um Freibeträge, ne? Also Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, bei der Schenkungssteuer, da war die Idee eigentlich, dass es angeglichen werden soll, und die Idee war auch, dass es ein Zeugnisverweigerungsrecht geben soll. Ist so ein bisschen diskutiert worden, weil Zeugnisverweigerungsrecht ja sozusagen besondere Näheverhältnisse schützen soll. Aber wenn man davon ausgeht, dass ja mit gegenseitiger Verantwortung schon auch Nähe einhergeht und ja, dass man viel übereinander weiß und sich gegenseitig schützen möchte, dann mag es angemessen sein. Also ich würde sagen, so ist es angemessen, da auch Zeugnisverweigerungsrechte vorzusehen. Das kurz dazu und einfach zum Vergleich. Das, was ich bislang herausfinden konnte über das Verantwortungsgemeinschaftsmodell, das die FDP vorgeschlagen hat. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich gar nicht jetzt will, dass Sie alle entscheiden, was Sie besser oder schlechter finden, sondern um einfach nochmal so einen anderen Gedanken und ein anderes Modell in die Diskussion zu werfen, wie man es auch machen könnte. Und dann können wir ja in der Diskussion sehen und jede kann für sich gucken, in welche Richtung er oder sie tendiert. Es gibt einen Antrag, gab einen Antrag im Bundestag, den man nachlesen kann, in einer Bundestagsdrucksache, habe ich Ihnen hier unten angegeben, in der die FDP-Fraktion in der letzten Legislaturperiode eine Verantwortungsgemeinschaft, die habe ich immer aus optischen Gründen abgekürzt, einzuführen, die ist so ein bisschen anders gestaltet. Ja? Und der größte Unterschied ist der, dass sozusagen nach diesem Modell wir weiterhin nur die Ehe- und Lebenspartnerschaft hätten als eine auf zwei Personen beschränkte Gemeinschaft, während wir hier auch bei der Registrierung als Verantwortungsgemeinschaft eine Öffnung für mehr als zwei Personen hätten. Und ich hatte schon gesagt, das hat die Familienpolitische Kommission damals auch diskutiert, und es gab viele Stimmen, die gesagt haben, auch Regenbogenfamilien. Ne? Vier Personen schließen sich zusammen und sind alle irgendwie an der reproduktionsmedizinischen Erzeugung und Erziehung eines Kindes beteiligt und wollen das irgendwie solidarisch miteinander machen. Die bräuchten natürlich auch einen Rechtsrahmen, in dem sie abgesichert werden können. Wir hatten damals den Eindruck, dass das nicht in dasselbe Institut passt. Das ist hier jetzt, liegt hier jetzt als Vorschlag anders auf dem Tisch, aber unser Eindruck war damals, dass gerade wenn es um Konflikte geht, natürlich die Auseinandersetzung zwischen zwei Personen nach anderen Regeln funktioniert als eine Auseinandersetzung zwischen vier oder fünf Personen, wo sich dann die Frage stellt, was passiert, wenn nur einer rausgeht? Ja, oder vier gehen raus, eine bleibt übrig. Wie ist es da mit Konflikten, die beispielsweise mit der Erziehung von Kindern zu tun haben? Wer hat da Sorgerecht? Wer hat da Vertretungsrecht? Soll das Kind wirklich fünf gleichberechtigte Eltern haben? Oder ist das vielleicht dann doch eine zu unübersichtliche Konstellation, auch für das Kind selbst? Das sind alles Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden müssten, die die Familienrechtliche Kommission nicht beantwortet hat.
und die aber die FDP auch nicht beantwortet hat. Ne? Die haben das mal so vorgeschlagen, so stellen sie sich das vor. Und wenn wir diese Modelle diskutieren, werden wir feststellen, wo im Detail die Tücken liegen. Ganz kurz nur zu den Unterschieden zwischen dem PACS und der Verantwortungsgemeinschaft. Den ersten hatte ich schon genannt. Zwei Erwachsene jeglichen Geschlechts beim PACS, während zwei oder mehr Erwachsene jeglichen Geschlechts. Aber es ist auch eine Opt-in-Konstellation. Man muss aktiv werden. Das heißt, es ist nicht so, dass man einfach zusammenlebt. Und wenn es zu Konflikten kommt, dann schaut sich eine Behörde oder ein Gericht an, wie leben die denn, und knüpft daran bestimmte Rechtsfolgen. Das wäre nochmal ein anderes Regelungsmodell. Hier ist es dann bei der Verantwortungsgemeinschaft so, dass jedenfalls angedeutet wird, dass es so ein Modulsystem sein könnte oder ein Stufensystem. Das finde ich interessant, weil auch das in der Familienpolitischen Kommission ganz intensiv diskutiert wurde und auch Befürworterinnen fand, weil es natürlich so etwas Modernes hat. Ne? Also man hat irgendwie so ein, man hat irgendwie so ein Buffet und dann setzt man seine Häkchen und die eine Option wählt man ab und die andere Option wählt man zu. Ich will das auch gar nicht für unmöglich erklären. Ne? Also was zum Beispiel, glaube ich, recht einfach möglich wäre, wäre zu sagen, es gibt die erste Stufe, in der es Auskunft, Vertretungs- und Informationsrechte gibt. Dann vielleicht noch kein Zeugnisverweigerungsrecht, aber jedenfalls ist dann die Frage, was passiert, wenn ich bewusstlos in der Klinik liege, die wäre dann geklärt. Ja? Man kann sich ja darauf beschränken. Und dann könnte man sich vorstellen, sozusagen die wechselseitigen Rechte und Pflichten, je nachdem, wie es gut passt, zusammenzustellen. Frage, was ist dann noch der Unterschied zur jetzigen Rechtslage, wo ich ja auch modular sozusagen einen Partnerschaftsvertrag schließen kann. Das Einzige, was ich mit dem Partnerschaftsvertrag nicht loswerde, ist die sozialrechtliche Einstandspflicht, wenn das Jobcenter meint, dass ich in einer Bedarfsgemeinschaft lebe. Aber die Idee, wie gesagt, ist so ein Stufenmodell, dass man sagen kann, wir wollen den Unterhalt, den gegenseitigen Unterhalt, oder wir wollen Kinder gemeinsam großziehen, oder wir wollen auch den Versorgungsausgleich nach der Trennung, also die Angleichung von Rentenansprüchen, und dass dann sozusagen, je nachdem, was man zuwählt, dass das verbunden wird mit den entsprechenden steuerrechtlichen Entlastungen. Und dazu steht da nichts, aber ich würde sagen, das muss dann natürlich auch koordiniert werden mit den sozialrechtlichen Einstellungen. Und nach der Trennung, wie gesagt, hier einmal im PATS der vermögensrechtliche Ausgleich und die Option sozusagen auf den Stand Eherecht aufzustocken, ist wahrscheinlich ganz ähnlich gedacht. Also nach der Trennung soll es auch da die Option geben, einen Vermögensausgleich zu vereinbaren. Das muss man eben, wenn man sich registrieren lässt, muss man das bejahen oder verneinen, ob man nach der Trennung noch irgendwie einen Ausgleich haben möchte oder ob man einfach so auseinander geht. Wir haben uns frei getroffen, wir gehen auch frei wieder auseinander. Das kann man diskutieren, ob es nicht bei bestimmten Arten der Investition in so eine Beziehung, zum Beispiel bei der Care- und Sorgearbeit, ob man da nicht doch gesetzlich vorsehen sollte, dass ausgeglichen wird. Aber wie gesagt, also das Verantwortungsgemeinschaftsmodell ist im Detail noch nicht ausgearbeitet. Insofern müsste man da mal schauen, was zu diesen Fragen kommt. Ja, allerletzter Punkt. Die Alternative wäre, und solche Vorschläge liegen auch durchaus auf dem Tisch, das alles nicht zu machen, also kein Opt-in-Modell, sondern zu sagen, wir definieren die faktische Lebensgemeinschaft per Gesetz. Also wir definieren, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit dann bestimmte wechselseitige Ansprüche entstehen. Das wäre dann, das hatte Frau Schulte-Baster angedeutet, ein Modell, in das man so hineingeraten kann, ja, während man einfach zusammenlebt. Und man müsste dann aktiv werden, wenn man diese Folgen nicht will. Also Opt-out-Modell. Und auch da gibt es natürlich für jede dieser Optionen Vor- und Nachteile. Insofern höre ich jetzt auf zu sprechen und bin gespannt auf Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge und hoffe, dass wir ins Gespräch kommen über diese Dinge. Ich habe noch so eine Abschlussfolie. Vielen Dank. Ja.
Und jetzt blende ich es aber auch schon wieder aus. Oha. Ja, und ich bin da, aber ohne meinen tollen Hintergrund. Das ist ja auch lustig. Dabei habe ich gar nichts gemacht. So, aber das irritiert mich jetzt. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Das kann ich jetzt nicht beides. Multitasking ist schwierig. Es ist Ihnen eh klar, dass ich nicht in dieser schönen Landschaft sitze. Ich rede einfach mal weiter. Weil wir haben viele Fragen und gleich die erste, Frau Wabler, vielleicht nochmal die Frage, wie es ist, ob das auch aufenthaltsrechtliche Ansprüche begründet. Können Sie da nochmal was zu sagen, während ich es doch nochmal hier mit meinem Hintergrund versuche? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich kann mich an solche Gespräche erinnern. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dazu sowas wie einen Beschluss gegeben hat. Nach der geltenden Rechtslage müsste es, es ist keine Ehe. Also in dem Moment, in dem Kinder im Spiel sind, ist man eine Familie, dann ist man verfassungsrechtlich geschützt, aufenthaltsrechtlich. Ich denke, das wäre was, was man explizit regeln müsste. Es wäre vom Rechtsgedanken des Artikel 6 und auch des Unionsrechts, also des Familienschutzes im Aufenthaltsrecht, wäre es eigentlich notwendig, das mitzuregeln und zu sagen, dass in dem Moment, in dem zwei Personen sich entschieden haben, füreinander Verantwortung zu tragen, dass sie dann, dass das aufenthaltsrechtlich relevant sein müsste. Aber in der Tat, also das würde wahrscheinlich nicht automatisch passieren, das müsste man mitregeln. Ja. Ich will, Frau, es gibt mehrere Fragen nach dem, was Sie ja auch schon erwähnt hatten, dass viele der angesprochenen Probleme beim Status quo ja auch nicht verheiratete Paare mit Kindern betreffen. Ob die auch durch den Pakt fürs Zusammenleben angesprochen werden, beziehungsweise ob das mitgedacht wurde. Da will ich vielleicht kurz zu sagen, Frau Wabler hat es schon ein paar Mal gesagt, wir haben das nicht in einem Rechtsinstitut gesehen, möchte Sie aber verweisen auf unser familienpolitisches Manifest, wo Sie die Gesamtheit der Vorschläge sehen und auch sehen können, dass wir sehr wohl auch eine Ausweitung des kleinen Sorgerechts mitbedacht haben und den Alltag von Patchwork-Familien natürlich auch erleichtern wollen, nicht in diesem Rechtsinstitut. Das hatte Frau Wabler ja schon ausgeführt. Dann gibt es die Bitte, ob Sie noch mal genauer zu den erbrechtlichen Folgen was sagen können. Gemeinsames Testament hatten Sie schon erwähnt. Sehen Sie auch eine Erweiterung des gesetzlichen Erbrechts um den Verantwortungsgemeinschaftspartner, die Partnerin als sinnvoller? Es gibt ja in der Ehe ein gesetzliches Erbrecht, das auch, weiß ich, keine Spezialistin fürs Erbrecht, muss ich hier voranschicken, aber die Idee war, das gesetzliche Erbrecht, wie es in der Ehe besteht, tatsächlich zu übertragen. Auch da müsste man in der konkreten Ausgestaltung überlegen, ob es da vielleicht andere Möglichkeiten geben müsste, sich davon zu lösen als in der Ehe, oder ob vielleicht das, die Regelung, wie wir sie im Eherecht haben, sozusagen den heutigen Anforderungen noch entspricht. Aber die Idee war, hier einen Gleichlauf zu schaffen und zu sagen, dass wenn man so gemeinsam wirtschaftet, dass dann, wenn es kein anderslautendes Testament gibt, eben es jedenfalls eine Beteiligung am Nachlass gibt, wenn einer der beiden verstirbt. Ja, jetzt habe ich... während sich Karin Jurczyk schon mal bereit machen kann, ihre Fragen und Anmerkungen nochmal gleich auf der Bühne auch mit uns zu teilen, nochmal die Frage nach der beitragsfreien Mitversicherung
in der GKV und der Abschaffung. Ich hatte das jetzt gar nicht, hatten Sie da was zu gesagt? Ich habe das jetzt gar nicht so wunderbar. Also ob das nicht hochproblematisch sei, wenn dann sozusagen der schwerkranke Mann gepflegt wird von der Ehepartnerin, die sich beurlauben lässt und sozusagen der Verdienst schrumpft und dann noch der Beitrag oben drauf kommt, ob das denn wohl so sinnvoll sei. Der Punkt ist für mich nicht, dass eine Person, die eine andere Person pflegt und nicht arbeitet, dass die unbedingt Beiträge bezahlen soll. Das finde ich jetzt nicht wichtig, sondern der Punkt ist diese Verbandelung. Ne? Also dass sozusagen da jemand beitragsfrei mitversichert ist und sich dadurch in so einer Abhängigkeit befindet. Ne? Also ich finde ohnehin, dass häusliche Pflege nochmal anders auch vergütet werden müsste für die pflegenden Personen und sozusagen an dieser sozialen Versorgung der pflegenden Person müsste dann aus meiner Sicht auch die Versicherung hängen. Ne? Also, aber es wäre eben aus meiner Sicht wichtig zu sagen, dass nur der Umstand, dass man verheiratet ist und aus welchen Gründen auch immer kein eigenes Einkommen hat, der darf eigentlich nicht dazu führen, dass man keine Beiträge für die Krankenkasse, für die Krankenversicherung zahlen muss. Weil dann ist es nämlich so, dass in dem Moment, in dem eine Person überlegt, gehe ich wieder arbeiten, dann fallen die Splitting-Vorteile weg und dann fällt die beitragsfreie Mitversicherung weg und dann lohnt es sich plötzlich finanziell nicht mehr. Das ist das Problem, das darin hängt. Ja, das heißt ja nicht, dass man dann die Beiträge so regelt, dass es die finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen übersteigt. Ja, liebe Karin Jocek. Ja, gerne. Ja, also ich merke, so ganz präsent ist mir alles auch gar nicht mehr in den Details, aber was ich eher feststelle, was doch durchaus auch erstaunlich ist, ist, dass ich vielleicht gar nicht in den letzten Jahren gar nicht so wirklich so sehr viel getan hat. Ne? Wir haben den Bericht 2016 abgegeben und man hätte ja meinen können, das gibt einen großen Schwung. Und ich finde eigentlich, es gibt erstaunlich wenig Schwung in diesen Gebieten, die wir da versucht haben zu bearbeiten. Und ich habe, also mir sind jetzt drei Punkte nochmal durch den Kopf gegangen. Das eine ist wirklich der Punkt, wie geht es den Kindern mit Multielternschaften? Und ich denke tatsächlich, bevor es da juristische Festlegung oder rechtliche Festlegungen gibt, was da als Rechtsrahmen gut wäre, müsste man tatsächlich erstmal Untersuchungen machen, wie es denn den Kindern geht. Also wir haben ganz wenig Wissen darüber und das heißt nicht, dass es den Kindern schlecht gehen muss, im Gegenteil. Aber wir wissen es ja auch aus den Kindern von den gleichgeschlechtlichen Eltern, dass die wissenschaftliche Lage zeigt, denen geht es in der Regel relativ gut und sogar besser. Aber da jetzt zu sagen, naja, das ist egal, ob 2, 3, 4 oder 5 Elternteile sich um das Wohl des Kindes sorgen und das sozusagen pari pari zwischen den 5 aufgeteilt wird, das fände ich wirklich, ohne dass wir da einen Wissensstand haben, wie es den Kindern damit geht, das fände ich ja verfrüht und fast verantwortungslos. Deswegen würde ich das wirklich, so wie wir es auch gemacht haben, ein Stück rauslassen. Da braucht man, glaube ich, mehr Wissen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und der betrifft sowohl jetzt den Vorschlag der FDP wie das, was wir diskutiert und vorgeschlagen haben. Es ist tatsächlich so, dass je mehr Freiheiten man gewährt, selber stufenförmig und modulartig, was zu bestimmen und festzulegen, umso höher ist der Aufwand. Und wenn wir davon ausgehen, dass ja noch nicht mal, wir haben ja damals diese Untersuchung über das gemeinsame Sorgerecht gemacht bei nicht-ehelichen Partnerschaften, dass noch nicht mal dazu
ein Wissen vorhanden war, fürchte ich, dass mit so komplexen Modellen, die ganz viel detaillierte Stufen, Module und Teilrechte vorsehen, dass wir damit an einem großen Teil der Bevölkerung vielleicht vorbeigehen. Also mir ist es sehr sympathisch mit den vielen Freiheiten, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich den Wissensständen, den Wissensfähigkeiten, den Regulierungsbedarfen dem Großteil der Menschen tatsächlich entspricht. Also da ist einfach eine Komplexität, die dann entsteht, die vielleicht nur von wenigen besonders Gebildeten genutzt werden kann. Also das ist jetzt ein kritischer Einwand, vielleicht auch gegen uns selber. Und dann eine Frage, wo ist jetzt eigentlich der Versorgungsausgleich geblieben? Auch im Modell der FDP lese ich jetzt nach der Trennung nur noch den Vermögensausgleich. Und wenn wir an dieses riesige Thema der Altersarmut derjenigen und bislang fast überwiegend Frauen, die Sorgearbeit übernehmen, denken, weil sie eben ausgestiegen sind, kann man das, ist das so absolut der Ungeregeltheit jetzt überlassen oder habe ich da was übersehen? Ich meine, Sie haben vollkommen recht, Frau Wabler. Die soziale Versorgung der pflegenden Personen, nicht nur bei Altenpflege, sondern auch bei Kinderpflege, ist ohnehin ein großes anstehendes politisches Thema. Also das können wir jetzt nicht sozusagen da so voll mit reinziehen. Aber wo ist jetzt der Versorgungsausgleich geblieben? Das waren meine Fragen. Vielen Dank. Können gleich eine neue Kommission machen. Genau. also Versorgungsausgleich, der findet sich in dem PATZ-Modell im Rentensplitting. Der ist sozusagen auf der Folie vielleicht im falschen Kasten aufgetaucht. Man kann sich währenddessen sozusagen entscheiden, dass man das Rentensplitting macht, aber eigentlich betrifft das die Zeit nach der Trennung, da haben Sie völlig recht. Also das hätte eins runtergehört. Aber die Idee war da, dass das jedenfalls optional angewählt werden kann. Ich kann nur auch noch mal betonen, dass ich bin auch eine große Freundin der Freiheit und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall flexible Regeln, aber es ist eben nicht nur so, dass es die Dinge kompliziert macht, die Leute keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen und es dann lieber gleich bleiben lassen, sondern dass es eben auch dann wieder unterschiedliche Verhandlungspositionen gibt. Also das sehen wir durchaus bei Eheverträgen. Also das habe ich jetzt nur anekdotische Evidenz, aber ich höre aus familienrechtlichen Anwaltskanzleien, dass Eheverträge eben häufig Unterhaltsverzichte nach der Trennung enthalten, aber selten dann eine betreuende Person besser stellen, als es das Eherecht vorsieht. Also das gebe ich zu bedenken tatsächlich gegenüber dieser Idee, wir handeln alles irgendwie frei aus. Vielleicht noch mal zu den Kindern. Der eine Punkt sind tatsächlich die Stiefkinder, die schlecht rechtlich abgesichert sind. Und auch Stiefelternschaft ist schlecht rechtlich abgesichert. Also Stiefeltern haben nichts davon, wenn man das jetzt mal finanziell sieht. Ja, also es gibt nur in begrenztem Umfang zum Beispiel, es gibt keine Unterhaltspflicht gegenüber Stiefkindern, aber wenn man Unterhalt leistet, dann kann man die steuerlich nur absetzen, wenn es die leiblichen Kinder der zweiten Person sind. Also das ist alles nicht wirklich fair, ja, wenn man überlegt, dass alles, was man Kindern zugutekommen lässt, völlig unabhängig davon, ob die von einem abstammen oder nicht, irgendwie sich dann auch steuerlich geltend machen lassen müsste. Ne? Das ist das eine mit den Stiefkindern. Sorgerechtlich ist es mit den Stiefkindern schwierig. Bei der Mehrelternschaft teile ich Ihre Skepsis, wobei ich sagen muss, ich bin von so einem ganz harten Standpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, also das hat irgendwie jetzt nicht, weil natürlicherweise zwei Personen ein Kind zeugen, sondern weil es übersichtlich ist, ja, weil es übersichtlich ist und sich Konflikte zwischen zwei Personen, ich meine, die können im Familienrecht auch schon eskalieren bis zum Mond, aber das lässt sich irgendwie noch rechtlich einigermaßen packen und ich habe am Anfang immer gesagt, wenn man die Verantwortung auf zu viele Schultern verteilt, dann diffundiert die so weg. Ja, dann ist irgendwann niemand mehr verantwortlich. Ich sehe mittlerweile, dass es funktionierende Mehrelternmodelle gibt. Ja, also das ist, glaube ich, mittlerweile empirisch erwiesen, dass man nicht sagen kann, das funktioniert nicht mit drei Elternteilen, vier Elternteilen, die unterschiedlich in unterschiedlicher Weise beteiligt sind.
ich würde mir schon wünschen, dass wir auch dafür flexible Regeln finden. Aber darüber muss man wirklich gründlich diskutieren. Also einfach zu sagen, tut euch zusammen und schließt irgendeinen Vertrag, das kann nicht funktionieren. Ja? Oder das kann, ne, das sind dann im Zweifel so schön Wettervereinbarungen, die den Leuten um die Ohren fliegen, wenn es Konflikte gibt. Also ich glaube, um ein Recht zu finden, das einigermaßen abstrakte Normen für diese Arten von Konflikten bereithält, da muss man noch mal ins Genossenschaftsrecht gucken, ja, aber da sind ja auch keine Kinder beteiligt. Also das ist ja, ne, das ist ja schon auch ein anderes Verhältnis zwischen Erwachsenen, Genossinnen und Genossen. Da muss man noch mal ganz anders weiterdenken, glaube ich, als bei so einem Modell, dass wir uns für zwei Erwachsene ausdenken können mit oder ohne. Ja, und zwar zum Wohl des Kindes, wenn ich das noch ergänzen darf. Und darüber wissen wir noch. Ich glaube, es kann wirklich funktionieren und es braucht Regelungen, aber da muss man aber nochmal gründlich nachdenken. Das war eigentlich meine Anmerkung. Ja, sehe ich genauso. Ja, wunderbar. Zwei Fragen habe ich noch. Und dann mit dem Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, biegen wir so langsam auf die Zielgerade. Es gibt einmal die Frage noch, kann ich vielleicht auch kurz was sagen, in welchen anderen europäischen Ländern es denn dieses Rechtsinstitut gibt. Ich will hinweisen auf Frankreich, da ist es der Pax de la Solidarité, auf Belgien Cohabitation Légale. Es ist in der Schweiz das Konkubinat. Also das gibt es. Es gibt andere gute europäische Beispiele. Und vielleicht Frau Wabler an Sie abschließend noch diese Frage, ob nicht Voraussetzung für das Entfallen von Unterhaltspflichten nach der Trennung im Rahmen des PATS notwendig ist, dass sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine individuelle und unabhängige finanzielle Absicherung von beiden PartnerInnen dann auch gewährleistet sind. Ja, vielleicht mal vorangeschickt, die Unterhaltspflichten gegenüber den Kindern, die bestehen. Also da werden eheliche und nicht eheliche Kinder inzwischen nicht mehr unterschiedlich behandelt. Das heißt, jedenfalls bis zum Alter von 3 Jahren. Nein, also die Unterhaltspflichten gegenüber den Kindern sind gleichlaufend. Und was auch gleichlaufend ist, ist, dass der überwiegend betreuende Elternteil in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes Betreuungsunterhalt bekommen kann. Danach wird es für alle inzwischen schwieriger, noch Betreuungsunterhalt zu bekommen. Und das ist ansonsten ein Thema, das sehr weit über den PATS hinausweist. Wir hatten die Unterhaltsrechtsreform, ich glaube, im Jahr 2007, in der, ja, die hatte tatsächlich auch so eine erzieherische Unterströmung, dass man sagte, wenn wir die nachehelichen Unterhaltsrechte kürzen, dann werden die Menschen schon während der Ehe versuchen, stärker auf eigenen Füßen zu stehen. Soweit ich das empirisch beurteilen kann, passiert das eher nicht. Ja, es gibt ja einfach Notwendigkeiten. Ja, also es gibt die Notwendigkeit, sich um gemeinsame Kinder zu kümmern. Irgendwer muss es machen. Man fällt sehr schnell in die traditionellen Rollen hinein, weil das einfach auch sozusagen das Reibungsloseste ist, was diese Gesellschaft zu bieten hat. Sozusagen, man erspart sich viele Kämpfe, wenn man das tut. In der Tat denke ich, dass im Zusammenhang mit dieser Frage, wie wir eigentlich Unterhalt zwischen Menschen, die für andere gemeinsam sorgen, wie wir da die gegenseitigen Unterhaltspflichten ausgestalten, auch nach einer Trennung, wie wir damit umgehen, dass möglicherweise eine Person eben schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat nach der Trennung oder wenn die Kinder groß sind, weniger in die Rentenkasse eingezahlt hat und so weiter. Darüber müsste man nochmal ganz anders sprechen. Und in der Tat kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass es sehr notwendig wäre, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in diesem Land auf sehr vielen Ebenen sehr stark zu verbessern. Ja. Ich glaube, ich tue hier niemandem Gewalt an, wenn ich sage, dass wir in dieser Runde wahrscheinlich alle dieser Meinung sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese engagierte Beteiligung.
Und ja, vielleicht aus Böll-Perspektive nochmal zusammenfassend. So viel, Karin Jutschik hatte das ja schon gesagt. Es ist nicht viel passiert, seit wir das diesen Vorschlag gemacht haben im Rahmen unseres familienpolitischen Manifests 2016. Außer, liebe Karin, das will ich schon sagen, also wir haben unseren Bericht vorgelegt und kein Jahr später war die Ehe für alle da. Das war unser Nummer 1 Vorschlag. Also insofern fand ich uns schon sehr effektiv. Aber ja, wir brauchen eine nachholende Modernisierung des Sozialen. Denn der Sozialstaat muss zur vielfältigen Gesellschaft passen und den Menschen gerecht werden. Und auch Verantwortungsgemeinschaften jenseits der Ehe benötigen eine rechtliche Basis. Der Pakt fürs Zusammenleben soll die Ehe nicht ersetzen. Er soll sie ergänzen. Er nimmt niemandem was weg, kann aber vielen Menschen den Alltag erleichtern. Ich hoffe, wir konnten in diesen wirklich punktgenau fast konzentrierten 90 Minuten dazu beitragen, dass Sie sich auch über dieses Webinar hinaus informiert an der Debatte um die rechtliche Absicherung von Verantwortungsgemeinschaften beteiligen können. Ich bedanke mich herzlich für Interesse. Wir würden noch mal einblenden den Link zu einer Umfrage. Sie würden uns sehr helfen und unterstützen, wenn Sie sich kurz, wirklich ganz kurz die Zeit nehmen für ein Feedback. Und ja, ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Mir bleibt nur noch wirklich, mich für Ihr Interesse zu bedanken, Ihre Teilnahme. Herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.